In der Notaufnahme verabschiedet Ärztin Uschi Lindenthal eine Unfallpatientin, als Rentnerin Renate mit ihrer verletzten Freundin Traudel vorfährt. Die Witwe hat sich bei einem Sturz im Wald diverse Schürfwunden zugezogen. Weitaus besorgniserregender ist allerdings, dass die 69-Jährige plötzlich auf niemanden mehr reagiert. Was ist passiert? Ja, wir sind im Wald wie immer regelmäßig spazieren gegangen, ja. Weil sie macht das immer so gerne und sie guckt dann auch immer gerne, wenn die Rehe aus dem Wald austreten. Ja. Und Mary, das wird schon. Und plötzlich hörten wir Schüsse. Schüsse? Ja, und da kamen dann schon jede Menge Wildschweine, die hochgeschreckt sind von den Schüssen natürlich. Ja. Und aus dem Wald rausgelaufen. Und dann haben wir uns so erschrocken. Eins hätte fast noch nach mir geschnappt. Ich bin dann so zurück. Ja. Ja, und dann ist sie, in dem Moment habe ich sie aus den Augen verloren. Und dann ich nehme Ihnen das mal einmal runtergestürzt. Sie ist also gestürzt? Sie ist gestürzt, richtig, ja. Als sie da zu mir kam, sah ich das dann. Also scheinbar auch irgendwo auf dem Kopf. War sie bewusstlos? War sie ansprechbar dann? Ja, sie war also besser dran als jetzt. Äußerlich haben wir ein paar Abschürfungen gesehen im Gesicht und an den Händen. Da war also nicht viel zu sehen. Und ich habe sie dann neurologisch untersucht. Und da waren dann einige Auffälligkeiten, beziehungsweise es war etwas unklar, weil sie eben nicht gut kooperierte und man mit ihr nicht reden konnte und sie auch nicht gezielt agieren konnte. Dann rief sie einen Männernamen, Erich rief sie da andauernd, konnten im ersten Moment nichts damit anfangen. Später stellte sich heraus, dass das wohl ihr Mann war. Und der ist verstorben. Ja, das war schon eine traurige Geschichte. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Hat sie einen hohen Blutdruck? Hat sie einen Zucker? Irgendwelche Vorerkrankungen? Nicht, dass ich wüsste. Nimmt sie Medikamente an? Weiß ich nichts von. Nein. Wissen Sie nichts von? Also es ist im Moment ein bisschen unklar, ne? Ob sie jetzt so benommen ist von dem Sturz oder ob es vielleicht auch was anderes dahinter steckt. Ich denke, wir machen jetzt am besten da war als erstes Jäger im Spiel. Da liefen so zwei Typen rum und Jäger nehme ich mal an. Denn ich meine, wer schießt sonst? Ne? Das klären wir. Aber sie hat einen hohen Blutdruck, auch der Puls ist hoch. Ich denke, wir machen jetzt erstmal ein Computertomogramm vom Kopf. Im Auto wird das immer schlimmer. Ich dachte, sie kollabiert. Ja, ich denke, wir machen eine Untersuchung vom Kopf. Dann sehen wir klar, ist da eine Blutung, ist da eine Mangeldurchblutung, ist da eine Verletzung. Schauen wir mal. Ne? Aber im Moment ist es unklar, warum sie jetzt so verwirrt ist. Okay. Direkt nachdem Dr. Lindenthal die Rentnerin an die Radiologie überstellt hat, kündigt Sanitäter Tom Conradi ihr einen Patienten mit Schussverletzungen an. Doch neben den Schrotkugeln in seinem Allerwertesten quält den 20-jährigen Yannick noch etwas anderes. Was ist denn passiert? Wir waren im Wald und es sieht aus, als ob da irgendwie richtig Schussverletzung, richtig Schrot. Aha. Ganz komische Geschichte alles. Wer hat euch gerufen? Wir sind von einer Passantin irgendwie angerufen worden, sind da irgendwo hingeschickt worden. Ja. Weil er natürlich jetzt wieder das siehst, ne? Der hat so ein bisschen hier Arsch voll toll, überall kleine Kügelchen drin. Aber er war bei Bewusstsein, stabile Sau. Bei Bewusstsein. Habt ihr keinen Zugang gelegt? Da wollte er nicht. Er hat ein bisschen rumgememmt. Nee, ich brauch keine Spritze. Patienten haben oft Angst vor Spritzen. Männer sind da sehr prädestiniert. Also Frauen sind da schon in Tacken härter im Nehmen, muss man sagen. Da sind die Männer ein bisschen sensibler. Aber Spritzen, viele Menschen haben Angst vor Spritzen. Ich habe die Polen mit alarmiert, denn bei alles Schussverletzungen und so, ne, da kommen die dann oder wie? Die müssen gleich hier auftauchen. Die Polizei haben sie gerufen. Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Sollen wir ihn jetzt machen? Ich bin Marvin. Ich bin sein bester Freund. Sein bester Freund. Ja. Darf der hier sein? Ja, das kann ich. Okay. Yannick, Junge, Mann. Ja, und wie sie kommt das jetzt? Wie kommt der Schrot da? Wir haben einfach ganz normal im Wald gechillt. Ihr habt im Wald gechillt? Wir haben im Wald gechillt und dann waren auch welche Jäger und schießen wild um sich herum, wissen Sie. Und dann sehe ich den Yannick hier. Ja, und denen ist nicht aufgefallen, dass sie euch getroffen haben, oder was? Ich drehe mich um und sehe den Yannick hier einfach auf dem Boden schreiend mit irgendwelchen Kugeln im Po, wissen Sie. Und dann, wo sind die Jäger hin? Dann, das weiß ich nicht. Wir haben die gar nicht wirklich gesehen. Wir haben auch einen Puff gehört. Alles klar, danke. Haben Sie arge Schmerzen? Sollen wir Ihnen irgendwas jetzt gegen die Schmerzen spritzen? Nee, ist schon in Ordnung. Ich halte das aus. Sie halten das aus. Okay. Und mit einem Zugang, eigentlich würden wir gerne einen Zugang legen. Also eine kleine Nadel in den Arm mit einer Infusion, damit Sie stabil bleiben, kreislaufmäßig. Nee, ich brauche keine Spritzen. Alles in Ordnung. Na, Janik schafft das. Wir wollen das nicht betäubt haben, wenn wir gleich dazu. Nee, ich verlasse nicht betäubt. Ist ja gut, beruhigt. Ja, ist gut, ist gut. Ja, das ist ja mal ordentlich, ne? Ja. Also da haben sie einige Schrotgeschosse im Hintern jetzt. Wir müssen die Kugeln entfernen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt so ohne Betäubung möchten. Da müssen wir irgendwo eine örtliche Betäubung machen. Das ist ordentlich. Und mir wäre eigentlich auch lieb, wenn ich einen Zugang hätte. Wenn ich eine Nadel legen kann mit einer Infusion. Also das sind einige, ne?
auf beiden Seiten. Anderes geben. Warum unbedingt eine Spritze? Ich muss sie rausmachen. Ich weiß nicht, ob sie das ohne Betäubung wollen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wird nicht lustig. Also können wir uns zumindest auf den Zugang irgendwo eine Infusion einigen. Komm, eine Zeit Mut, Zugang komm. Hier. Und sei mal ein Kerl und keine Memme jetzt. Ja. Doch. Schwester macht das ganz zart und ja, irgendwas müssen wir machen, weil das... Ja, Hauptsache nicht in den Arsch. Nein, machen wir nicht. Einmal kurz an den Arsch. Mal, ja, du schaffst das schon, Mann. Pinzette, steriles schon, Tuch, das ich entfernen kann. Junge, ey. Das ist doch ordentlich. Ey, langsam aber. Guck mal, das ist doch schon vorbei, Junge. Mann, siehst du, ich hab's extra nicht angekündigt. Janik ist ein Harter, er schafft das. Ja, das seh ich. Ja. Kein Problem. Alles klar. Jetzt mal still liegen bleiben. Still liegen bleiben. Ja, es ist eine komische Geschichte. Wir hatten vorhin noch zwei Damen, die auch schon da irgendwie in die Schießerei verwickelt waren und im Wald waren. Zwei Damen? Haben die da jemanden gesehen? Haben die jemanden beschrieben vielleicht? Ja, lass mal jetzt. Die Polizei wird sich da schon drum kümmern. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um deinen Mann. Hauptsache, die finden diese Jäger. Ey, Mann, verdammt. Das ist ja reichlich zu tun. Keine Sorge. Na, davon gehe ich aus. Ich will doch, dass jemand hier gerecht. Ich will die Gerechtigkeit, verdammt. Er liegt hier mit seinem Apfel im Arm. Ne? Ja. Also es waren einige Schrotkugeln in beiden Gesäßbacken verteilt. Das Problem ist, dass die sich auch, weil sie glatt sind, nicht so wirklich gut packen lassen. Das heißt, es ist dann schon etwas ein Gebohre, die rauszubekommen. Und entsprechend hat sie ihm auch Schmerzen verursacht. Wir haben immer wieder auch nachgefragt, ob wir ihm Schmerzmittel spritzen sollen oder eventuell doch örtlich betäuben. Das hat er aber jedes Mal vehement abgelehnt. Also haben wir einfach weitergemacht und die Kugeln, soweit sie sichtbar waren, entfernt. Gleich haben wir es. Komm ganz ruhig, Janik. Bist du hartnäckig? Ja. Gleich ist es vorbei, Mann. Gleich. Wir sagen, das hast du schon geschafft. Jawohl. Wunderbar. So. Junge, Alter, alles das ohne Betäubung, Junge, Alter. Komm, gib mir ein High Five, Alter, Junge. Gib mir ein High Five. Ey, Mann, Mann, Junge. Scheiße. So, das ist geschafft, Alter. Krass. Pass auf, wir machen jetzt einen Verband drauf und dann gehen wir zum Röntgen und gucken, ob das ganze Schrot raus ist. Was heißt denn hier? Nein, das muss doch, wir müssen doch gucken, wir müssen ja gucken, ob alles draußen ist. Ist doch alles draußen. Wir machen keine Nein, das kann man von außen nicht beurteilen. Ey, Marvin, ich will nicht zum Junge, wir machen keine halben Sachen. Komm schon. Ein Röntgen und dann wissen wir, ob alles draußen ist. Und dann kannst du nach Hause. Ich weiß, dass alles draußen ist. Ich spüre das doch. Nein, das kannst du nicht spüren. Da müssen wir im Röntgen gucken. Ein Röntgen machen wir jetzt noch und dann kannst du nach Hause. Aber ich will nach Hause. Das ist mein Recht. Ja, kommst du ja hinterher. Ich will nach Hause gehen, Mann. Keine Sorge. Ganz ruhig, ich muss erst mal das hier fixieren, junger Mann. Wir machen das Röntgen, dann kriegst du zwei Krücken, kannst nach Hause und der Hausarzt kann dann weiter behandeln. Du gehst morgen bitte zum Hausarzt und lässt die Wunde angucken. Aber das Röntgen wäre schon. Ich dachte, ihr habt jetzt hier alles fertig gemacht. Wir sind doch noch nicht fertig, wir kleben doch noch. Meine Güte, was ist denn los mit dir? Was bist denn so nervös? Wir hätten sehr gerne noch ein Röntgenbild gemacht, um wirklich sicherzustellen, dass keine Kugeln oder irgendwelche Geschossteile verblieben sind. Das hat er vehement abgelehnt. Das hätte jetzt nicht so lange gedauert, aber die beiden wollten partout so schnell wie möglich weg und raus hier. Und das war schon etwas merkwürdig. Vor allem, da der frisch behandelte 20-Jährige seine Blöße nur notdürftig mit einer Jacke bedecken kann. Warum es die beiden Erwerbslosen so eilig haben, wird klarer, als sie auf Rentnerin Renate treffen, deren Freundin infolge der Schüsse im Wald gestürzt ist. Wer geschossen hat? Wie bitte? Komm. Nein, stopp. Nicht so weit jetzt hier. Also, Sie wissen doch gar nicht, wer ist das? Hallo. Stopp. Die haben geschossen. Also, können Sie bitte von dieser Frau hier befreien? Die beiden haben geschossen, oder was? Kannst du mir noch mal einen Streifen komm. Wir haben geschossen. Stopp. Jetzt erwischt euch alle von mir. Komm. Ist es klar? Jetzt stopp mal. Bleiben Sie jetzt mal bitte stehen. Hallo? Der Junge hat Schmerzen. Hallo. Ja, der lässt sich ja nicht helfen. Wir waren im Wald, oder was? Kennen wir uns? Nein. Müssen wir auch nicht abgeschossen. Die beiden haben sie im Wald gesehen. Die beiden haben der Junge blutet, wie soll er schießen? Sagen ich habe keine Ahnung, wovon die redet. Wir schießen uns gegenseitig in den Arsch. Also ihr kennt die Dame nicht? Nee. Natürlich nicht. Rufen Sie aber bitte die Polizei. Die kommt sowieso. Die funktioniert wahrscheinlich. Sie, hallo. Ruhe jetzt. Lassen Sie mir Ruhe. Ihr setzt euch jetzt dahin und wartet auf die Polizei. Wie sich mal dahin setzen. Die ganze Situation ist natürlich sehr laut und hektisch geworden hier bei uns in der Notaufnahme. Wir hatten alle Mühe, die beiden sehr renitenten Jungs irgendwie in Schach zu halten. Die wollten natürlich nicht bleiben, versteht sich. Gott sei Dank ist dann die Polizei relativ zügig auch eingetroffen und da haben wir dann noch weitere Informationen bekommen. Denn kurz zuvor haben Polizeihauptkommissar Georg Kuhn und sein Kollege eine Meldung erhalten, die mit dem Fall zusammenhängt. Doch bevor die Polizisten die Katze aus dem Sack lassen, geben sie dem verletzten Janik und seinem Freund Marvin die Chance, alles aufzuklären. So, wir haben ja jetzt gerade eben vorne schon gehört. Es wurde geschossen, jetzt brauchen wir ein bisschen Struktur in der ganzen Geschichte. Was ist genau passiert? Es waren Jäger involviert, wer hat wohin geschossen und so weiter. Das,
keiner was von uns gesehen. Ich habe nur ihn blutend gesehen, wie gesagt. Der ja, ich dachte, Sie kennen die Story. Wir waren im Wald und auf mich wurde geschossen. Keine Ahnung, das war irgendein scheiß Jäger, was weiß ich, was das war. Also ich will da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Wir sind eben auch informiert worden, es wurde ein Jagdgewehr entwendet aus einem PKW. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und dazu gibt es eine Personenbeschreibung. Und die passt merkwürdigerweise genau auf die beiden Personen. Seltsam. Ja. Also, noch irgendwas zu sagen oder auszupacken? Komm, hau raus jetzt. Ey, ganz ehrlich. Janik, das macht keinen Sinn. Das bringt doch jetzt nichts mehr. Also, schauen Sie mal, das war... Sorry, Mann. Ist das dein Ernst, Alter? Was geht? Digga, ich kann nicht anders. Wir sind. Das war ein scheiß Jäger, was? Erzählen Sie mal weiter. Kann auch ein scheiß Jäger. Wir wollten einfach in einem Park chillen und das übliche ganz normal unter Bros. Und dann haben wir ein Gewehr aus dem Auto geklaut und haben einfach nur Spaß gehabt. Wild um uns herum geschossen und dann haben wir gegen den Mülleimer geschossen. Gottes Willen ist das passiert. Das stellt sich für uns eine ganz wichtige Frage. Wir wollten nichts Böses jemanden antun, wollten einfach nur so einen Spaß haben. Gut, für uns ist eine ganz wichtige Frage, wo ist das Gewehr jetzt? Das ist unglaublich, oder? Gut, klären wir auch mit Sicherheit noch. Haben Sie Personalausweis dabei? Nein, hab ich nicht. Nein, haben beide nicht. Nein, nicht. Was ist eigentlich mit dir los? Also Sie haben beide weder Personalausweis dabei, sind beide erstmal für uns vorläufig festgenommen. Wir nehmen Sie mit auf die Wache jetzt, dann werden wir die Personalien erstmal feststellen. Im Anschluss müssen sich der bereits vorbestrafte Yannick und Kumpel Marvin wegen Diebstahls und illegalen Waffenbesitzes vor Gericht verantworten. Rentnerin Renate befürchtet indes weiterhin, dass der Sturz von Freundin Traudel eine gefährliche Schädelverletzung zur Folge hatte. Ach, da freut sie sich aber. Wollen Sie noch mal nach hinten gehen? Ja. Ich weiß. Kommen Sie erst mal mit. Sie können ruhig mit. Ja, da sind Sie ja wieder wach und ansprechbar. Ja. Nehmen Sie bitte die Hände schön auf dem Schoß, nicht nach außen greifen. Ja, das Fahrt sieht doch gut aus. Nächste Verletzung. Ja, die ist aber wirklich aufgeblüht jetzt, ne? Ja. Also so eingetrübt und so, ich sag mal, nicht gut ansprechbar und mit merkwürdigen Symptomen, wie wir sie aus dem Auto geholt haben, waren wir dann sehr überrascht, als sie aus dem CT wiederkam. Sie hat uns angestrahlt, sie war orientiert, sie wusste ihren Namen, sie wusste, wo sie ist, sie hat sich normal mit uns unterhalten. Also das war uns allen dann, auch der Freundin, natürlich eine große Erleichterung. Das Computertomogramm, die Aufnahme vom Schädel, zeigt aber, da ist alles in Ordnung. Also keine Verletzungen, keine Brüche. Genau. Das heißt, es ist aber auch kein Schlaganfall, kein Manifester. Also das heißt, vorhin waren da schon Symptome, wo ich vermutet habe, ob das nicht auch ein Schlaganfall sein könnte. Ja. Es war unklar. Und das heißt jetzt? Aber sie ist jetzt, sie bewegt alles, neurologisch ist es unauffällig. Darf ich nach Hause? Nein, es sieht aus, als ob es eine Tia gewesen ist. Tia bedeutet ein Schlägle, so im Volksmund. Das heißt, das sind schon Symptome von einem Schlaganfall, wahrscheinlich ausgelöst durch den ganzen Schreck. Also ich würde ihr jetzt erstmal eine Aspirin geben und dann vielleicht mal oben fragen, ob wir sie auf die Intensivstation geben können. Also zur Beobachtung behalten wir sie dann doch noch mal da. Also, ne? Ja, gut. Okay. Weil so ein Schlägle ist auch ein bisschen ein Warnschuss, müssen hinterher dann auch noch in ärztlicher Betreuung bleiben. Aber das sehen wir dann. Ne? Nach 6 Tagen in der Klinik und vorbeugender Behandlung mit Blutverdünnern kann Traudel mit Freundin Renate wieder Waldspaziergänge unternehmen. Die gestohlene Jagdwaffe ist dabei keine Gefahr mehr, denn die Polizei konnte das Gewehr in einem Laubversteck der Diebe sicherstellen.